Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Prey. Wir befinden uns zurzeit in Alex' Büro ganz oben im Arboretum und wir sind gerade auf der Suche nach seinem Safe und ich würde sagen... Ich habe ihn gefunden. Da ist der Safe. Wir haben sogar den Code für den Safe. Sonst ist ja aber nichts mehr. So, okay. 6, 9, 1, 2. Der hat sogar nur Stufe 3, der Safe. Das ist ein bisschen traurig. Alex, use sweet. Suche in Alex Zimmer nach dem Fluchtkapselschlüssel. Ja, der muss ja hier auch irgendwo sein. Wenn alles so schlimm wird, wie ich befürchte, bleibt dir nur noch die Flucht. Du musst bekannt machen, was auf der Talos 1 passiert ist. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie ist verschlossen. Ich habe einen Zweitschlüssel auf dem Datentower neben dem Stuhl versteckt. Du weißt schon, welchen ich meine. Es steht diesmal mehr auf dem Spiel als unser Leben. Oder die Station. Wenn auch nur eine dieser Kreaturen zur Erde kommt, dann war's das. Ich habe immer diesen Traum. Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es. Ich kann es nicht sehen. Aber es sieht mich. Ich spüre seinen Hass. Ich weiß, du weißt, wovon ich spreche. Oder wirst es bald. Ominöse Vorzeichen. So, wo kann denn jetzt dieser blöde Schlüssel sein? Muss noch mal kurz. Nicht, dass ich jetzt hier überall alles durchsuche. Und dann ist es gar nicht hier. Ja, Besatzungsquartiere. Hätte ich jetzt noch lange suchen können hier. Na gut, dann sind wir hier jetzt also erstmal fertig. Wie viele Neuromods haben wir? 4. Haha! LabTech 1 ist unser und das bedeutet, wir können den Q-Strahl verbessern. Und zwar als allererstes erhöhen wir die Schussdauer. Und die Stärke. Und sparen jetzt natürlich wieder Neuromods auf die nächste Labor-Dingens da. Darum. Hier oben haben wir jetzt die Brücke ausgefahren. Ach, gucke. EP-101, die persönliche Fluchtkapsel von Alex Yu. Oh, ist das interessant. Gut, dann wissen wir theoretisch jetzt schon mal, wo wir dann quasi hin müssten. Was wollte ich jetzt noch machen? Ja, ich weiß nicht. Sollen wir schon mal zur Datenzentrale gehen? Eigentlich möchte ich erst auf die Brücke. Gut, aber wir können uns ja den Zugang schon mal angucken hier. Ich muss ja nicht durch den Raum selber gehen. Irgendwo muss auch die Luftschleuse sein. Gefunden. Zachary West. Er hat die Schlüsselkarte für die Besatzungsquartiere. Das finde ich jetzt sehr geil. Das bedeutet so viel wie, wenn wir auf der Brücke fertig sind und den Hauptaufzug in Gang gebracht haben, geht es als nächstes erstmal in die Besatzungsquartiere.
und die in die Datenzentrale als allerletztes. Dann waren wir nämlich in allen Arealen und wenn wir dann, warte mal, wir müssen quasi nur noch, ich hebe den Transcribe gleich auf, brauchen quasi nur noch von der Brücke, von den Besatzungsquartieren und von der Datenzentrale eine Karte. Und dann kennen wir, haben wir quasi die ganze Talos 1 schon mal kartografiert. Und dann können wir nach und nach gucken, ob wir denn tatsächlich dann jetzt auch überall gewesen sind, ob wir tatsächlich alles gemacht haben. Mir fällt da gerade, bevor ich es wieder vergesse, das muss ich nochmal auf meine Liste schreiben, im Traumazentrum der Arzneimittelschrank. Oder das Arzneimittellager oder was auch immer. Das habe ich jetzt hier nochmal mit aufgeschrieben. Das war ja auch versiegelt, ne? Da brauchten wir ja auch die richtige Schlüsselkarte für. Da würde ich dann bei Gelegenheit auch nochmal gucken, dass wir da nochmal reinkommen. So, jetzt, gib her. Ivy, was gibt's? Wie geht's voran? Ich krieg das verdammte Ding nicht auf. Wo ist Danielle? Antwortet nicht. Was ist los? Das Schloss hat eine Stimmsicherung. Danielle muss das Schlüsselwort sagen, wenn wir da rein wollen. Reichen auch einzelne Satzfragmente? Vom Transcribe? Ja, mit den richtigen Wörtern. Oder wenn wir genug haben, um eine Liste aus Konsonanten und Vokalen zu erstellen und Muster laufen lassen. Ich gehe sie suchen. Oder ihr Transcribe. Ich sehe erst in ihrem Zimmer nach. Alles klar, Ivy. Aber machen Sie keine Dummheiten. Ivy? Mist. Verdammt, Danielle, wo bist du? Ziel abgeschlossen. Umweg. Ich glaube, wir haben gerade sowieso eine neue Hauptquest erhalten. Es ist unwahrscheinlich, dass Chief Shaw noch lebt. Ich rate Ihnen, Zachary Wests Strategie zu verfolgen und Stimmproben zusammenzusetzen. Auf Ihrem Transcribe befindet sich die nötige Software. So haben Sie meine Stimme erstellt. Danielles Quartier dürfte ein guter Startpunkt sein. Die Hauptquest führt uns also als nächstes sowieso in die Besatzungsquartiere. Dann gehe ich auf jeden Fall nochmal auf die Brücke vorher. Stimmerkennung erforderlich. Bitte wiederholen Sie folgende Worte. Rind. Abgrund. Lakonisch. Stift. Warum habe ich Morgan Yu, einer der beiden Leiter dieser Station, eigentlich mit meiner Stimmprobe hier keinen Zugriff? So. Die vierte von fünf Luftschleusen ist entriegelt. Die einzige Luftschleuse, die uns jetzt noch fehlt, ist die Luftschleuse unten im Kraftwerk. Dann haben wir das auch erledigt. Mehrere Ziele führen uns nach draußen. Ja gut, aber nein. Was ich jetzt mache, ist erstmal der Hauptaufzug. Obwohl, nee, wir kommen ja vorher an der Brücke vorbei. Ne? Ich mache trotzdem erst den Hauptaufzug. Nein, ich mache erst die Brücke. Ich bin furchtbar, ne? Ich weiß. Meiner Sprunghaftigkeit. Aber wenn wir jetzt die Brücke machen, dann können wir auf dem Rückweg eventuell mit der Dame im Gewächshaus sprechen, mit der Rani. Wie voll ist mein Inventar? Das hält sich in Grenzen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Auch hier gibt es wieder Fluchtkapseln. Okay, scheint sich relativ in... Was zur Hölle? Warte mal, ich muss jetzt mal kurz... Hauptgeschichte von einem Albtraum verfolgt. Die Typhon spüren, dass du eine Bedrohung für ihr Ökosystem darstellst und haben einen Albtraum erschaffen, um dich zu jagen. Gehe dem Albtraum aus dem Weg, bis es den Bereich verlässt, in dem du schleichst oder es ablenkst, oder zerstöre ihn, wenn du kannst. Okay, wir haben jetzt einen Timer. Wir müssen dem Albtraum quasi 3 Minuten ausweichen. Was ich jetzt einfach mal versuchen möchte. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich möchte versuchen, ihn zu scannen. In der Hoffnung, dass wir das lang genug überleben, um ihn gescannt zu kriegen. Und dann werde ich mich irgendwo verstecken, bis er weg ist. So, komm her, du.
Lass dich scannen! Habt ihr das gesehen gerade? Stufe 1 von 5. Albtraum. Fehler. Unbekannter Typhon-Organismus. Keine Einträge gefunden. Bitte kontaktieren Sie Dr. Hans Kalstrup, Direktor der Psychotronik. Morgens Notizen. Die Typhon reagieren auf eine Anomalie in ihrem Ökosystem. Etwas, das wie sie ist, aber doch nicht ganz. Mich. Scheint ausschließlich dem Zweck zu dienen, mich zur Strecke zu bringen. Scheint unaufhaltsam zu sein. Schwäche psychisch, Immunitäten, EMP und Betäubung. Scannbare Kräfte. Rückstoß 1, 2 und 3. Furchtresistenz 1. Kinetische Explosion 1, 2 und 3 und Regeneration 1 und 2. So, hier haben wir alles voll. Hier in Verwandeln haben wir auch alles voll. Regeneration 2, du regenerierst sofort bis zu 25 Gesundheit, wenn du Schaden erleidest. Und im Telepathie-Slot haben wir auch alles voll. Okay. Daraus schließe ich jetzt mal, da wir jetzt hier sämtliche Typhon-Kräfte hier tatsächlich auch abgespeichert haben oder freigeschaltet haben, zum Anzeigen zumindest, was sie machen, dass wir jetzt, da uns tatsächlich der waschechte Albtraum über den Weg gelaufen ist, wir jetzt alle Typhons gesehen haben, die es gibt. Ist gerade etwas unpassend. Raus hier, raus hier. Okay, Leute. Lasst mich erstmal kurz durchatmen. Soweit ich weiß, verfolgt uns ein Nightmare nicht in andere Bereiche. Das heißt, der bleibt da jetzt auf der Brücke. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann ist der dann auch nicht mehr da. Ich würde sagen, wir nutzen die Zeit und gehen nochmal zur guten Rani ins Gewächshaus. Ist die Quest nicht markiert? Doch. Wo war denn das Gewächshaus jetzt? Nicht bei der Datenzentrale auf jeden Fall. Heidewitzka. Guten Abend, Talos. Dr. Hadley Dalton hält Ende der Woche im Lobby-Trainingsbereich ein zusätzliches Seminar über Neuralkonnektome. Klingt spannend. Platzreservierung bitte per E-Mail an Dr. Dalton. Wo ist er? Dieser verdammte Medizin-Operator, wo treibt er sich rum? Wieso ist er nicht in der Krankenstation, um seinen Job zu machen? Was ist das? Beantrage neuen Operator. Hallo, kommen Sie bitte. Diagnostizieren. Blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Bitte halten Sie still. Es dauert. So. Okay, der Albtraum ist raus. Mit etwas Glück werden wir ihn niemals wiedersehen. Warum ist Mickey tot? Wo ist denn Rani? Warum ist denn da auf einmal die Tür zugestellt? Um.
Sag mal, bin ich jetzt doof oder was? Sprich mit Rani im Arboretum. Ich deaktiviere mal alles andere, dass wir wirklich nur diese eine Anzeige da haben. Aber es ist keine Anzeige da. Hallo, schön Sie zu sehen. Hi. Ich bin etwas verwirrt gerade. Aber ich verstehe auch nicht, wieso der eine tot ist, den wir gerettet haben. Von daher... keine Ahnung. Morgan, dieser Teilchen ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von ihm in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen für den Technopathen. Dieser Typhon hat sich der Hardware und selbst der Systemsoftware bemächtigt. Bis zum Maschinencode. Und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert. Faszinierend. Und erschreckend. Ich kann den Code patchen. Sollte kein Problem sein. Nehmen Sie den Aufzug, wenn Sie schnell die Hauptdecks der Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und der Lebenserhaltung. Was zur Hölle heißt eigentlich, dieser Typhon ist unbekannt? Das war bei weitem nicht der erste Technopath, den ich getroffen habe. Das war aber der erste, den wir offiziell treffen, wenn wir der Storyline folgen, ja? Psychoschock-Schild. Die Fähigkeit Psychotron... Moment. Verleiht Resistenz gegen Psychoschock. Ich nehme mal den Mimikdetektor raus, weil, ich vergesse das sowieso ständig, den zu benutzen. Oh, und dann sehe ich da gerade was. Der Albtraum, ja, das ist Hammer. Technopath, morgens Notizen. Übernimmt die Kontrolle über Technik in der Nähe. Wenn das Ding Geschütze unter seine Kontrolle bringt, bist du erledigt. Schüttelt Glue ab. Hält sich von Feinden lieber fern. Nutze Betäuben oder Nullwelle, um sich ihm zu nähern. So, jetzt haben wir hier unten bis auf den Weber, haben wir auf der zweiten Seite schon mal alles vollständig. Also Weber fehlt noch was, Thermalphantom, Poltergeist, Telepath und der Albtraum. Bei den anderen Dingern haben wir unsere Forschung tatsächlich abgeschlossen. Das finde ich schon mal sehr, sehr geil. So, das dürfte De Vries sein. Genau. Haben wir die Schlüsselkarte erhalten für das Büro, die wir nicht mehr brauchen, weil wir uns da schon so Zugang verschafft haben. Aber das Wichtigste ist der Transcribe. Alex! Verdammt! Warten Sie! Ich entschlüssele den Rest. Okay, Dr. Cole hat die Aufzeichnung von Morgens Zusammenbruch auf seinem Computer gelöscht. Die letzte Kopie ist in seinem Büro versteckt. Ich gehe nicht zurück. Sie müssen sie sich selbst holen. A, C, B, A, C. Viel Glück. A, C, B, A, C. Okay, ich habe schon eine Vermutung, was so früh da stehen könnte. So, aber viel wichtiger ist das Ding da oben. Denn das, meine Freunde, wo ist denn die Glukanone? Da. Habe ich wieder zu gut gemeint.
So, das, meine Freunde. Ist anscheinend nicht der Alarm, den wir suchen. Aber das sind die Dinger, die auch als Verstecke dienen für den Schmugglerring. So sehen die aus. So, ich würde sagen, wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, fahren wir jetzt runter in die Lobby und gehen ins Traumazentrum. Warum ins Traumazentrum? Na, weil da Dr. Coles Büro ist. Wir holen uns jetzt unseren Bericht. Und dann können wir ins Arboretum zurückkehren, dann können wir nochmal nach der Rani suchen. Das gefällt mir nicht wirklich, wie sich die Lobby in unserer Abwesenheit verändert hat. Wer ist das denn? Das ist einfach nur ein Weber. Scan abgeschlossen. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Okay, aber ich muss ja den Weber nicht töten, ne? Ich könnte ihn aber töten, der ist ja ganz in unserer Nähe. Wir haben ja noch ein Nullwellending. Irgendwo. Warum muss ich diese Sachen immer suchen? Da unten links. Da. Okay, das war wohl nichts. So. Aber im zweiten Durchlauf hat das funktioniert. Was hattest du denn gerade mit Bianca vor? Hä? Du blödes Viehzeug, du. Jetzt brauche ich aber dringend mal Heilung und so ein Zeugs. Ich meine, gut, dass wir das hier im Traumazentrum sowieso alles haben. Operator. Sie haben wohl einen harten Tag. Die Sicherheit ist still. Es dauert nur einen Moment. So gut wie das gar keinen Ausdruck. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. So. Einmal den Verhaltenstest starten, bitte. Mir war doch. Mir war doch so. So. Wie war jetzt die Kombi? A, B. C, A, B oder so, ne? A, C, B, A, C. Okay, also. A. A, C, B, A, C, ne? Ich will jetzt hier keinen Mist bauen. A, C, B, A, C. A, C. B. A. C. Ja. Das war gut, oder? Drei Neuromods und ein Transcribe. Sie wirken frustriert. Da sind Monate, die einfach weg sind. Ich habe die Protokolle durchgehört, Forschungsergebnisse gelesen, versucht, die Lücken zu schließen.
Wissen Sie, wie oft wir dieses Gespräch schon hatten? Das ist das fünfte Mal. Verläuft es immer gleich? Nicht immer. Was heißt das? Was meinen Sie denn? Naja, als mein Therapeut sollte Sie das beunruhigen. Sie haben eine Nachricht für sich selbst hinterlassen. Möchten Sie sie hören? Nein. Ich denke, es würde helfen. Ich sagte nein. Das bin nicht ich. Wie kommen Sie darauf? Keine Ahnung. Ich weiß es einfach. Sie waren damit einverstanden. Es war Ihre eigene Idee. Von Ihnen und Alex. Ich war mit überhaupt nichts einverstanden. Dieser Morgan bin nicht ich. Ich würde niemals... Wissen Sie, was in der Psychotronik geschieht? Wissen Sie's? Wenn ich's wüsste, könnte ich's nicht sagen. Das wissen Sie. Was wissen Sie über die Typhon? Über die sollten wir nicht sprechen. Nicht ohne Ihren Bruder. Die. Sie wissen es also, Sie Schlange. Wie können Sie da so ruhig sitzen? Morgan, atmen Sie tief durch. Hier. Ich will keine Pille. Ich will diese Station schließen. Ich will die Erde... Morgan. Ich sagte nein. Okay. Ich werde Alex anrufen. Hallo, schön, Sie zu sehen. Überaus interessant. Dieser Morgan da, das bin nicht ich, hat er gesagt. Ich weiß es einfach. So. Wie viele Neuromods haben wir denn? 3. 6 brauche ich, ne? Hier, der Raum, den ich meinte. Hier. Der hat auch keine Fenster oder irgendwas, dass ich mich da so irgendwie reinschlängeln könnte, oder? Ich meine, ich gucke noch einmal komplett Hallo. Rum. Schön, Sie wiederzusehen, Dr. Yu. Und hier aus zum Beispiel nochmal. Systemalarm. Reparaturbedarf. Ein defekter Medizinoperator ist ja süß. Ach, warum nicht? Alle Systeme einsatzfähig. Vielen Dank. Bitte. Nee, aber da haben wir wirklich... Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Da ist nirgendwo ein Zugang, ne? Da ist schon wieder so ein Feueralarm. Aber das mache ich in Ruhe, diesen Schmugglerring dann suchen, ne? Abgeschlossen. Ein Telepath in der Lobby. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich find's gut. Ja, von mir aus könnte auch der Albtraum noch ein paar Mal auftauchen. Ich muss ihn ja nur scannen und mich dann verpissen. Das geht ja eigentlich noch. Hallo, January. Ist was Neues zu sagen? Nö. Sie haben mich entworfen, damit ich Ihnen helfe. Auf weitere Anweisungen kann ich erst zugreifen, wenn Sie beide Zündschlüssel haben. Alter, ist der laut. Der ist unglaublich laut im Vergleich zu allem anderen im ganzen Spiel im Moment. Wofür brauche ich den Druckregulator? Warum konnte ich den mitnehmen? Das beunruhigt mich. So, der Vollständigkeit halber. Beziehungsweise, ich habe 30 Anzugreparatursets, das wird ja wohl reichen. Oh, aber warte mal. Was ich auch habe, ist einiges an zusätzlichen Waffen. Das war's aber, glaube ich. Ist nichts Doppeltes mehr dabei, ne? Nö. Okay. Lass krachen. Was kann ich denn damit jetzt wieder Schönes bauen?
Ja, vor allem natürlich 3 Neuromods. Natürlich mache ich das. Und dann werden wir noch ein bisschen Shotgun-Munition herstellen. Ja, meine treue Shotgun, die begleitet mich hier durch dick und dünn. Zwei, drei Dinger, das sollte erstmal reichen. Einfach nur, damit wir wieder ein bisschen Vorräte haben. Ja, und dann sind wir hier in der Lobby erstmal fertig. Ich meine, wir haben dann diese Schmugglerin-Geschichte noch, aber das mache ich zu einem späteren Zeitpunkt. Da werde ich mir nochmal ganz genau aufschreiben, wo diese einzelnen Verstecke sind, damit wir da relativ zügig hinkommen. Ja, wenn ich, wie gesagt, das ist wieder so ein Fall von, wenn ich einfach für mich spielen würde. Für mich ganz alleine, so. In der Sicherheitsstation. Oh Mensch, halt doch mal die Klappe! Du bist viel zu laut, Junge! Oh. Das ist wieder so ein Fall von, wenn ich einfach nur für mich spielen würde, dann würde ich das einfach so selber suchen, aber da ich für euch spiele und hier nicht mehrere Folgen damit verbringen will, durch die Station zu irren und diese Verstecke zu suchen, werde ich mir aufschreiben, dass wir das, ja, keine Ahnung, einen Teil vielleicht in der nächsten Folge schon abarbeiten? Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall Prey für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.